Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaya und Asner, liebe Schwestern und Brüder aus Namfern, vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert über unseren letzten Abendimpuls, aber ich habe den ganz großartig gefunden. Zum einen, weil zwei junge Mädchen aus unserem Pfarrverband, die beiden Oberministrantinnen aus Asten, die Lisa und die Caro, den Mut gehabt haben, nach Afrika zu gehen und einmal dort Erlebnisse zu sammeln, die sicher entscheidend sind für ihr ganzes Leben. Und ich hoffe, dass sie dort ganz viele schöne und gute Eindrücke mitbringen. Aber das haben wir ja dann beim Abendimpuls bereits gehört am vergangenen Mittwoch. Es war ganz gut, dass ich keine Einleitung und keinen Schluss gemacht habe, wie wir es ursprünglich geplant haben, sondern dass einfach dieser Abendimpuls uns geschenkt worden ist von diesen beiden, die so viel Begeisterung mitgebracht haben und so viel Freude in diesen Abendimpuls. Die nächsten Mittwoche wird das so bleiben. Solange sie in Afrika sind, sollen sie uns ruhig ihre Eindrücke so schildern, die sie aus diesem Land uns mitbringen. Wir aber wollen heute, wie jeden Abend, beten. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott, es segne euch, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und da morgen das Evangelium kommt vom barmherzigen Samariter, dieses großartige Gleichnis, das uns Jesus erzählt, wo er uns einfach mitgeben will, was unsere Aufgabe in der Welt ist, für die Ärmsten da zu sein. Darum singen wir heute Ubi Caritas, dort, wo die Liebe ist, dort finden wir Gott. Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas Deo sibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deo sibi est. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, führt euch gut, bis zum Mittwoch, der Abendimpuls wieder aus Kenia kommt.